Wie die meisten von euch bereits richtig erkannt haben, wir befinden uns in Black Mirror 3. Unverkennbar der düstere Stil, den man schon in der ersten Fortsetzung bravourös nachempfand und technisch in die nächste Dimension brachte. Der Held von Black Mirror 2, Darren Michaels, spielt auch im dritten Teil erneut die Hauptrolle. Bevor wir aber den Fluch ergründen können, werden wir gleich zu Beginn von Inspektor Spooner erstmal in den Knast gesteckt. Brandstiftung und Mord wirft man Darren vor. Die traumatischen Ereignisse der Vergangenheit kann er während seiner Untersuchungshaft bei Dr. Winterbottom aufarbeiten. Scheinbar die einzige Person, die ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder hält. Doch da ist vielleicht noch jemand, ein Unbekannter, der die recht üppige Kaution stellt und Darren so wieder auf freien Fuß bringt. Dieser macht sich nun auf den Weg, seine Unschuld zu beweisen und endlich hinter das Geheimnis des Gordon-Fluchs zu kommen. Unsere Pfade führen uns hierbei auch zurück zu alten Wirkungsstätten von Samuel Gordon, wie etwa die Kirche von Wormhill. Nach einem ausführlichen Gespräch mit dem Totengräber erleben wir gleich zwei weitere typische Black Mirror Features. Die eben noch bei Tageslicht besuchte Kirche ist mittlerweile in der Abenddämmerung versunken. Und so gibt es kaum einen Schauplatz, der nicht zu zwei unterschiedlichen Tageszeiten betreten wird. Gleich auf dem Feldweg begegnet uns ein weiteres Merkmal der Black Mirror-Reihe. Situationen, in denen der Held sterben kann. Wir demonstrieren das mal eben. Netter Wauwau. Lieber Wauwau. Dank Autosave-Funktion dürfen wir es glücklicherweise gleich noch einmal probieren. Und siehe da, Darren kann der Situation auch unbeschadet entkommen. In der seltsamen Hütte angekommen, werfen wir einen Blick auf die Umgebung. Ganz schön viele Hotspots für solch eine kleine Szene. Aber keine Sorge, welche Objekte wirklich wichtig sind, erkennt man zumeist sofort. Na hoppla, wer klopft denn da an die Tür? Haben die Wölfe auf einmal Manieren gelernt? Mann, ist die weiß.
Aber was ist das? Der Schatten kommt uns reichlich verdächtig vor. Ist das nicht ein Schlüssel? Der passt bestimmt zu dieser verschlossenen Kiste. Was da wohl drin sein mag? Ordenskluft, ein zerrissener Brief, ein Korkenzieher, ein Zollstock und natürlich eine Kettensäge ohne Benzin. Optisch, spielerisch und atmosphärisch macht Black Mirror 3 einen soliden Eindruck. Ob auch der Inhalt den Ansprüchen der Vorgänger oder dem der Spieler gerecht wird, das erfahrt ihr, wie immer, hier bei adventuretreff.de.